Schmaus. Ja, hallo. Damit habe ich eigentlich schon zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Also mein Name ist Kadi. Eigentlich heiße ich Katrin, aber die nennen mich alle Kadi. Und ich bin jetzt hier im Hause Oberholzer zum 60. Geburtstag eingeladen auch. Ich bin seit Jahren mit denen befreundet und eigentlich bin ich Kombinatsköchin drüben in Espenhain in der Chemiebude. Und mein Chef, das ist der Albert Oberholzer, der wird jetzt 60. Und da habe ich mir gedacht, na gut, die Caroline, seine Frau, die hat mich darum gebeten, dass ich damit mithelfe in der Küche. Und das macht mir auch Spaß, muss ich sagen. Aber nicht nur das. Also mit Anna, da bin ich ja wirklich seit Jahren befreundet. Also wir sind wirklich so, da passt kein Blatt Papier dazwischen. Wir haben da so eine Duettgruppe. Gruppe kann man nicht sagen, ein Duo eben. Also die sagen auch alle, wir sind das beste Duo der Warschauer Vertragsstaaten. Und also wir singen da wirklich viel. Und ich habe auch zur Gitarre, also ich spiele wirklich bombfortunös Gitarre. Also das ist wirklich klasse. Und da haben wir zum 60. Geburtstag von dem Albert haben wir uns wirklich was überlegt. Und da freue ich mich auch drauf. Also ich bin auch ganz aufgeregt, muss ich sagen. Und natürlich, die sind alle gerade nebenan, weil da ist natürlich ein riesen Auflauf an Verwandtschaft gewesen. Also der Albert, die sind ja insgesamt 5 Brüder. Und die sind nun alle mit ihren Gattinnen gekommen. Und das Verrückte ist, da kam eben praktisch der Bertha und Fritz, das waren so die, das ist der von der LPG Espenhain drüben, die kamen als erstes. Und dann kam Paul und Gustav, nee, eigentlich heißt sie Paula, aber Paula ist so herrschsüchtig, manchmal ist sie wie ein Kerl. Und die kamen dann als zweiter, Gustav ist ein bisschen krank, da muss man ein bisschen Rücksicht nehmen. Und als drittes kamen dann Lisa und Heinrich, das ist ein Lehrer-Ehepaar, ich glaube, die sind aus Oschatz oder Döbeln, weiß ich jetzt nicht genau. Und dann kam aber die absolute Überraschung und das war echt fett, also das muss ich echt sagen. Dann kam der jüngste Bruder, nämlich der Alexander. Und das war echt eine Überraschung, weil der ist vor 30 Jahren irgendwie mit dem Staatszirkus der DDR ist der abgehauen im Westen und kam mit seiner Frau zurück. Und der auch noch unter einem anderen Namen. Also der hieß dann irgendwie, der hat sich umbenannt in Obolski. Also ich weiß nicht, ich dachte erst Ostrowski, wie Nikolai Ostrowski, hier Pavel Korchagin, wie der Stahl gehärtet wurde. Kennt ja noch jeder. Aber nee, der heißt Obolski. Und also das ist wirklich, der hat eine Frau mitgebracht, Iduna. Also ich kann euch sagen, die ist scharf wie Westsenf. Das ist unglaublich, wie die Frau aussieht. Und die ist irgendwie in Budapest, glaube ich, geboren, aber dann linksseits des Rheins aufgewachsen. Wie hieß das Land gleich? Warte mal, wir hatten es nicht in der Schule. Frankreich. Genau, da ist er her. Und also die haben ja alles ein bisschen durcheinander gebracht. So durcheinander gebracht, dass ich jetzt natürlich mit dem Essen wahnsinnig Probleme kriege. Weil die streiten sich irgendwie da drüben. Ich weiß auch nicht, um was es geht. Also da geht es auch um politische Sachen und so. Also das ist mir auch alles egal. Aber ich habe jedenfalls einen Haufen gekocht. Ich kann euch das mal aufzählen. Ne? Bräuler mit Majoran, Schnitzel paniert, Hase faschiert, Aal mariniert, Rindfleisch garniert, Leipziger allerlei, Schinken mit Spiegelei, Gänsebrust, Leberkäse, Hummer mit Mayonnaise, Erbsenpüree, Kalbsfrikassee, Hecht in Gelee, Omelette Soufflé, Sahne Baiser, Macaroni-Nudeln und dazu ein Apfelstrudel, Ochsenmaul, Salat, Bratwurst mit Spinat. Na, und wenn jetzt nicht bald gegessen wird, dann haue ich hier mal alles hin, ne?